Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358,5 Tage und wir befinden uns im Schloss des Biestes mal wieder, um einen riesigen Herzlosen zu vermöbeln, der sich irgendwo hier rumtreibt. Außerdem hat es Shion irgendwelche Probleme und sie scheint auch sehr traurig zu sein. Ich frage mich, was da abgeht. Ehrlich gesagt, ich habe ja mal ein Let's Play zu diesem Spiel gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Also von daher ist es für mich regelrecht fast blind. Also so semi-blind. Ich bin gespannt, worum es da geht. So, und das hier sieht mir nach dem entsprechenden Raum aus, wo ich hin muss. Außer ich komme natürlich zurück. Ah, doch, ich komme tatsächlich zurück. Na dann ist das doch nicht der Raum, oder? Doch. Doch. Schwächlinge, komm Roxas, wir machen sie für jetzt fertig. Okay. Ja, wenn du mich wenigstens an meinen Hassgegner ranlassen würdest. Aber du greifst ihn immer schon an, bevor ich überhaupt zum Schlag komme. So. Giga-Schattendurch. Dieser Giga-Schattendurch ist aber nicht mein Ziel, oder? Ich meine, es ist ein großer. Muss mich ja dazu sagen. Autsch. Wow. Okay, weißt du was? Jetzt komm, jetzt kriegst du volle Breitseite. Vielen Dank. Puh, das wär's. Genug rumgetrödelt. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Finden wir unser Ziel und erledigen es. Ich will aber die HP-Kugel noch... Oh. Fuck you. Okay, ich kann in beide Türen rein. Wie sieht's mit Kisten aus in diesem Raum? Oh, da ist auf jeden Fall ein Abzeichen. Mehr Schwächlinge. Das ist bis jetzt alles keine Emblemherzlose. Sondern Reinblüter. Echt gerne mal auch mal zum Schlag kommen. Danke sehr. Meine Schläge hauen mehr Schaden aus als deine. Du kannst sie vielleicht besser knockbacken, aber das war's dann auch irgendwie. Na. So. Komm schon. Okay. Ach, einer ist noch übrig. Nett. So. Wenn das jetzt auch erledigt wäre, gehen wir zuerst mal zu Bells Zimmer. Denn da haben wir schon mal die Kiste. Gut, das sind Mega-Schattenleuche, das sind definitiv nicht die. Sind hier definitiv nicht der riesige Herzlose. Dieser riesige Herzlose hat übrigens kein Bild. Das heißt, ich weiß nicht, wonach ich suche. Es könnte sogar der Endboss von dieser Welt sein. Hm, wer weiß. Vita-Rezept. Apropos Vita-Rezept. Wenn ich schon Vita so oft einpacke, kann ich sie auch mal nutzen. So. Hm.
Sagt hier die Karte. Die Karte sagt, ich komme nicht dort rein. Sag mal, habe ich gerade Frame Drops oder warum kommt mir das nur so vor? Nee, ich glaube nicht. So. Ich weiß noch nicht, wo. Ich kann es glaube ich auch nicht mal in meinem Emulator irgendwie sehen. Wow. Wie viele sind denn das? Das sind echt viele. Also wenn eventuelle Frame Drops an der Menge liegen, dann wundert mich das nicht. Items, Ether, nutzen. Ich hätte was aus dem Inventar nehmen sollen. Eine High Potion. Benutzen. Komm. So. Items. Ether nutzen. So. Ist er jetzt hier? Ah, das klingt nach Bossfight. Oh, what is das? Oh, es ist wieder ein Schattenborn. Okay. Ich dachte schon. Wie groß er ist. Wie groß. Ja. Voll die geniale Betonung. Wie groß er ist. Da bist du ja. Fangen wir an. Das ist auch wieder ein rein blütiger Herzloser. Siege die Schergen der Finsternis. Aha. Scherge der Finsternis. Aber vom Design her ist es wieder ein Schattenborn. So. Neue Attacken wird er ja wahrscheinlich nicht drauf haben. Wie der Schattenborn nie drauf hat. So. Okay. Ah, verdammt. Ja. Komm schon. Alter, der hat viel HP. Das ist... Der dauert echt, der Fight. So. Okay. Es dauert lange, diesen Boss anzugreifen. So. Ja, Saldin ist erledigt, weil er von der Welle getroffen wurde. Der Bob. Bob, der Baumeister. Boah, jetzt muss ich mir Saldin vorstellen, wie er in Latzhose an irgendwelchen Gebäuden baut. Wenn das überhaupt nicht zum Spiel passt, aber... Das Aussehen, wenn ich mir das so vorstelle, das sieht so lächerlich aus. So.
Okay. Komm schon, ich krieg dich tot. Sowas von tot. Oh fuck. Daran habe ich nicht mehr gedacht. So. Noch zwei Leisten. Wow. Okay. Ich kann noch Heilpotions einsetzen. Okay. Ja, vielen Dank für den Heal. Kam jetzt ein bisschen spät, aber macht ja nichts. Wow. Ich habe gerade den letzten Schatten durch besiegt. Dann kommt schon der nächste Spawn. Aber immerhin habe ich die Combo bisher permanent oben gehalten. So, Saldini ist natürlich wieder ausgeschaltet, aber das macht nichts, denn das ist eh seine letzte Leiste. Gleich habe ich ihn also tot. Und da es wieder halt nur im Grunde vom Boss-Design Schattenborn ist, ist es halt, ja, leider, muss ich ja schon fast sagen, geschafft. Es ist leider halt nur ein recht einfacher und bekannter Kampf. Wobei der Ameisenlöwe war ja auch ein herzloser in diesem Teil. Hm, zahnlos. Komm, Roxas, unsere Mission ist beendet. Stimmt. Ah! Was war das? Müsste unser monströser Gastgeber sein. Es kam aus diesem Zimmer. Ob etwas passiert ist? Hm, gute Frage. Komm, wir sehen mal nach. Ich will ihn zurück. Gib mir meinen Körper zurück. Ich brauche Zeit. Mehr Zeit, als diese Rose gewährt. Die Rose? Faszinierend. Seine monströse Gestalt scheint irgendwie an sie gebunden zu sein. Steht sie in Verbindung mit dem Zauber? Ja, er muss wohl in der Lebenszeit der Rose eine Aufgabe erfüllen oder für immer ein Biest bleiben. Einer seiner Diener sagte die Zeit laufe ab. Der Schlüssel zu dem Fluch. Diese Information wird sich sicher noch als nützlich erweisen. Was meinst du? Zu versuchen, es dir zu erklären, wäre reine Zeitverschwendung. Komm, wir müssen zurück. Jetzt ist Axel da, aber Shion nicht. Wo ist Shion? Hab sie heute auch nicht gesehen. Oh. Hey Axel. Was? Gibt es etwas, das du auf keinen Fall verlieren möchtest? Was? Wie kommst du darauf? Ich habe heute jemanden getroffen und er hatte so etwas, das ihm so wichtig war, dass er es auf keinen Fall verlieren wollte. Warum habe ich nicht auch so etwas? Weil du kein Herz hast. Oh, okay. Aber Demix hat auch kein Herz und wäre trotzdem wütend, wenn man seinen Zither wegnehmen würde. Hm, stimmt, aber ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche.
Ich glaube, das, was dem bei uns niemanden am nächsten kommt, ist unsere Vergangenheit. Erinnerungen an Dinge, die wir nicht verlieren wollten, als wir dazu noch in der Lage waren. Oh, wie schade, dass ich keine Erinnerung an meine Vergangenheit habe. Und was ist mit der Gegenwart? Was? Du kannst dich doch an Dinge aus der Organisation erinnern, oder? Ja. Kann ich doch, oder? Ich möchte meine Erinnerungen an dich und Shion nicht verlieren. Siehst du? Da hast du's. Jeder hat etwas, an dem er hängt. Es ist beängstigend, daran zu denken, dass ich euch verlieren könnte. Beängstigend? Angst ist ein Gefühl, Mann. Ja, ich weiß, dass ich nichts fühlen kann, aber es ist trotzdem ein beängstigender Gedanke. Also ein Gedanke, aber kein Gefühl. Bist du dir da sicher? Vielleicht hast du dich gerade daran erinnert, wie es ist, Angst zu haben und glaubst zu fühlen. Oh, Level Up. Naja gut, wundert mich nicht bei einem Bossgegner. Tag 151. Gefahr. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Den gucke ich mir gleich an. Erstmal wird die Stufe eingebaut. Wow, ich hatte ganz schön viel Zeug benutzt. So. Und Tagebuch. Zu wertvoll zum Verlieren. Shion war heute wieder nicht auf dem Uhrenturm. Sie und Sykes hatten einen Streit. Axel und ich haben uns über Dinge unterhalten, die man auf keinen Fall verlieren möchte. Axel meint, für niemanden wäre das ihre Vergangenheit. Ich kann mich an meine nicht erinnern. Aber ich möchte auf keinen Fall meine Gegenwart, Axel und Shion verlieren. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Hallo, Sigmar. In Schätzchens Augen sehe ich Entschlossenheit. Komm her, lass dein Pokerface sehen. Aha. Soll ich dich jetzt nochmal anlabern, oder was? Ne. Das Spiel könnte etwas Spannung vertragen, findest du nicht? Du und deine Spiele. Okay, Zwischenfrage, Herr Schatzjäger. Wo bist du jetzt? Wenn du mit mir Schritt hältst, hast du noch bei deinen Missionen 100... Hast du bei deinen Missionen noch 130 offen? Sag Bescheid, wenn du diese Marke erreichst. Du machst dich scheinbar ganz gut. Sehr gut, Mann. Jemand verdient einen Preis. Schildtech, okay. Ich habe Shion vor kurzem gesehen, aber sie ging raus. Heute musst du einen mächtigen Herzlosen besiegen. Bereite dich gut vor. Ich bin gut vorbereitet. Ich bin allseits breit. Besiege die Lawine. Was ist denn eine Lawine? In Twilight Town ist eine Lawine aufgetaucht. Finde und besiege sie. Nimm die auf Giftpflanzen in Acht. Ja, Eine Lawine, okay. Schneelawine, Erdlawine, Eislawine. Hey, ist das nicht... Shion. Hey, Shion.
Wassers? Hast du gar keine Mission? Doch, ich wurde heute hier hingeschickt. Echt? Ich auch. Roxas, es tut mir leid. Ich hätte gestern nicht einfach wegrennen sollen. Schon gut, hat mir nichts ausgemacht. Ich war sauer, ich hatte bei einer Mission schwer versagt. Du hast nicht zufällig von dem Kerl gehört, der sich als einer von uns ausgibt. Ich sollte ihn erledigen, konnte ihn aber nicht besiegen. Sykes war so wütend, dass er mich einen Fehler genannt hat. Mir echt leid. Braucht es nicht. Der Idiot kann mich nennen, was er will. Ich kann das ab. Herr Shion, wollen wir heute zusammenarbeiten? Was? Wie? Legen wir unsere Missionen zusammen. Gemeinsam sind wir schneller fertig. Also, okay, dann werden wir vielleicht früher fertig und haben mehr Zeit zum Eisessen. Besiege den großen Gegner und sammle mehr als 12 Organisationsembleme. Oh mein Gott. Wie gemein. Nein. Oh, knapp. So. Komm schon. Ah, das ist so ein Schattenschalk. Ah. So. Genug Schattenschalk. Ich weiß übrigens jetzt, wie der Gegner aussieht. Ich habe gerade nur auf den unteren Bildschirm gesehen. Ist wieder so ein Fluggegner. So. Na komm schon. Ich will das Emblem. Ach. Wow. Oh, da hinten ist ein Emblem, aber da komme ich noch nicht ran. Das ist kein Emblem, das ist ein Qualabzeichen. Nee, doch, das ist ein Emblem, verdammt. Das heißt, ich sollte vielleicht diesen Gigaschattenloch erledigen. Vita. Nochmal Vita. So. Aua. So, mit diesem kann ich jetzt dieses Organisationsproblem holen. Und wenn ich mich beeile, schaffe ich sicher auch noch das andere. Yes! So. Dann habe ich nämlich die beiden aus diesem Bereich auch. Oh, in der Mitte ist noch eins. Das sind sogar mehrere. Wie komme ich denn da ran? Muss ich wieder die Schalter drücken oder was? Schalter betätigt. Okay. Mich so. Hier war doch noch irgendwo einer.
Ja. So. Machen wir die Giftpflanze halt fertig. Ich muss mal kurz gucken, wo muss ich denn da eigentlich lang? Okay, das kann ich, denke ich mal, erfolgreich machen. Ich habe ja zum Glück diese Sprungfähigkeit. So. So. Hep. Und hep, hep. So. Jetzt kann ich auch diesen erledigen. Eieiei. Shion setzt mal ein bisschen Magie ein, das finde ich cool. Die ist auch schon viel aktiver als in den ersten Kämpfen, wo ich nach Shion war. Das ist übrigens eine der wenigen Missionen, wo man mal sieht, dass beide Leute tatsächlich ein Schlüsselschwert haben und, sie nicht beide eins teilen. Weil das hatte ich manchmal echt so beim Anfang des Spiels immer so das Gefühl, auch beim LP gucken, dass Shion zwar ein Schlüsselschwert führen kann, aber die irgendwie das nur machen kann, wenn sie. Wenn Roxas halt gerade kein Schlüsselschwert draußen hat. So. Okay. So, die habe ich dann auch erledigt. So. Dann ist das auch offen. Okay. Wo gehe ich denn als nächstes hin? Jetzt hier erstmal hin. Oh. Der Part ist schon viel zu lang. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.